dich weg. Beziehungsweise euch beide weg. Gott, ja, ich weiß noch nicht, ob ich das raus zeitraffern werde. So. Kommt ruhig her. Ihr Vogelviecher. So. Weil die Dropchance von diesen Andenken ist nicht gerade hoch. Die ist genauso gering wie die Sonnenlichtmedaillen. Das heißt, es kann eine ganze Weile dauern, bis ich die zusammengesammelt habe. Au, das hat wehgetan. Und ja, die Andenken der Vergeltung brauche ich für einen anderen Eid. Der aber auch was sehr, sehr Wichtiges, Nices bringt. Also gerade für diesen Charakterbild, den ich hier habe, sehr notwendig. So. So, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. So, Krähen kommt her. Au, da habe ich nicht weiter auf einmal erwischt. So, drittes Andenken. Und ja, ich werde das vielleicht auch nicht raus zeitraffern. Können wir uns währenddessen noch über Themen unterhalten. Ja, über was denn? Hm, mal überlegen. Wir sind ja hier in einem Let's Story. Da geht es ja um die Story. Also ja, wir sind gerade dabei, im Großen und Ganzen, also im Augenblick sind wir dabei zu grinden. Aber im Großen und Ganzen sind wir ja dabei, fürs Gewinns Erbe anzutreten. So. Dazu tun wir die vier großen Seelen sammeln. Also einmal, von denen wir ja schon drei Stück haben. Ja, und dein stumpfes Schwert kannst du behalten. Und dann müssen wir durch das große Tor beim Feuerbandaltar schreiten. So, so, weg mit euch. Und dort sollen wir dann Gwyns Erbe antreten können. Wieder nix. Und ja, ich glaube, ich werde den Rest wirklich jetzt zeitraffern. Weil wirklich viel zu sagen habe ich im Augenblick nicht, ohne zu viel vorwegzunehmen. So, komm her. Also, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die 10 Andenken habe.
So, das war jetzt das letzte Andenken, oder? Ja, 10. Gut, das war ein ziemliches... Also ja, ihr habt ja jetzt im Zeitraffer gesehen, wie oft ich da hoch musste. Und ich habe es, glaube ich, sogar geschafft, noch 3 Level zu machen dabei. Jupp. Alles in Stärke. Sehr schön. So. Rausteleportieren können wir uns leider nicht. Also müssen wir den normalen Weg nehmen.